Bleibt bei mir, sagt er ja. Ich mache hier eure Arbeit. Wow. Was für ein Schädel. Weichkrabbelpulver, sehr schön. Ich verabscheue Trolle, widerliche Kreatur. Ups! Ja, ich mag Elfen nicht sonderlich hier. So. Bleib in der Nähe, sag ich. Jetzt sag nicht, wie das es so ruhig ist, bitte. Sag es nicht. Boah, mir rutscht gleich mal das Chakram aus, so, ich sag's dir. Da ist noch Sintra-Decke. Vielleicht hätten wir das ein bisschen Alchemie skillen sollen. Moment, bevor ich jetzt falsch renne. Da müssen wir hin, okay. So. Weil dann hätten wir wahrscheinlich mehr Reagenzien gefunden, aber so wichtig ist es ja auch nicht. Ne? Wir kriegen es auch so hin. Hier ist noch ein Kern. Das war's, Teil. Nee, letzten Kern. Hat er mir eigentlich den anderen gegeben? Er sagt, er hätte doch einen gefunden. Da ist wieder... Ja, das Weichkrabbelpulver. Mann, die rennen mir so sinnlos hinterher, ne? Okay, was haben wir hier? Gar nichts, okay. Ach, guck mal, das ist nix. Hi. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Da bin ich. So. Schwenken wir die Waffen gleich mal um hier. So. Komm, jetzt aber. Sag, dass ich den fertig machen darf. Yes. So. Fast. Fast, 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 fast. Bleibt in der Nähe. Oh. Blutrausch. Entschuldigung. Hebt die Stiefel an und bewegt euch. Stahlfeinkling, cool. Haben die vielleicht mal jetzt bessere Werte? Allmeinsäbel. Potente Armor. Okay. So schrecklich war das doch gar nicht, oder? Allerdings frage ich mich noch immer, warum nix außerhalb der Sundur-Höhlen war. Mit Sicherheit nicht, um seine Rolle in der kommenden Ballade zu spielen. Hier geht etwas vor, was mehr als nur Kret und mich betrifft. Und ich will wissen, was es ist. Wir werden unsere Unterhaltung im Haus der Balladen fortsetzen. Und Zagrel, vielen Dank. Dies ist eine Zeit der Veränderung und wir alle müssen auf der Hut sein. Ja, leb wohl. Auf Wiedersehen. So. Gold nehmen wir doch gerne. Okay. Können wir die aufbrechen? Ah! Okay, dann nehmen wir nicht. Na, na, na? Geht doch. Gut. Nehmen wir mit. Na, ich will die Kiste. Da, danke. Na komm schon. Kann es sein, dass mich das mehr Dietriche kostet als eine schwere Truhe? So.
die Haiflossen. Yay. So, jetzt brauchen wir nur noch zurück, ne? Und wir können da auch schon so raus, sich das richtig... Nee, runterspringen können wir da. Okay, das ist eine Abkürzung. Jetzt möchte ich aber echt mal eben gucken, was wir hier haben. Also auch... Achso, Allmeinsäbel. Oh, wow. Also ich meint, Frostklinge ist schon echt nicht schlecht, aber Allmeinsäbel? Alter Schwede. Das sieht ja geil aus, das Teil. Okay. Nicht schlecht. Was haben wir noch gefunden? Hier, Plunder. Potenter Hammer. Den Hammer werde ich nicht benutzen. Den werde ich gleich verkaufen. Nee, warte mal. Wir haben mit Erfrierung gearbeitet, ne? Das war unser Schwert. Aber es ist auch langsam, aber macht auch saumäßig guten Schaden. Sollten wir tatsächlich mal mit dem Säbel arbeiten. Ja, wir machen jetzt mal mit dem Säbel, dann sind wir auch schneller. Dann haben wir was gefunden, die Stahlfeinklingen. Oh, die haben zwar eine Waffe und Waffenfassung und eine Funktionsfassung. Oh. Warte mal, können wir die... Die könnten wir mal als Sekundärwaffen ausprobieren. Pass auf. Ja, die sehen ja cool aus. Okay, wir nehmen die mal als Sekundärwaffe. Rüstung haben wir nichts gefunden. Alles andere ist jetzt erstmal egal. Dann rennen wir jetzt erstmal zurück. So, pass auf. Da ist noch was, was wir übersehen haben. Yeah! Das ist auch cool. So. Da geht's zurück, ne? Ja. Das ist mir tatsächlich beim Reinkommen nicht aufgefallen. Ja, ich war abgelenkt. Wegen den beiden Feinden da. Wir hatten die ganzen Elfen hier hingelegt. Wir etwa. Okay, was haben wir da noch? Was ist doch hier? Eine Truhe. Aufbrechen 90%. Wieso geht denn dabei ein Dietrich flöten? Ist das ja vorher auch schon so gewesen? Na komm. Na komm. Nein, 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 nein. Komm. Geht doch. Dolche, okay. Und was haben wir hier? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Wer bist du? Sprich mit mir. Wer bist du? Was? Ein was? Itran der Schatten. Okay, du hast wohl einen Schatten hier. Ich verfolge euch nun schon einige Zeit. Ynadon bewahrt eure Stärke. Aber ich bin stärker. Delf und Ugna werden sterben. Zwei Leben für eines. Das ist der Blutritus und endlich werde ich mich davon befreien. Gebt mir Delfs Dolch, dann erweist Ynadon euch möglicherweise Gnade. Ach, du bist das! Du blutest aus allen Ecken und Enden. Aus ihm habe ich dich doch schon. Ganz ehrlich, euer Feind ist Idward, der Rote. Stimmt, aber ich kenne ihn. Und er wird nicht eher ruhen, bis einer von uns den Blutritus erfüllt hat. Zwei müssen sterben, damit einer leben kann. Und das werde ich sein. Entschuldigung. Entschuldigung, aber der blutet aus allen Ecken und Enden. Ich will nichts bezahlen. Und ich will auch nicht drum kämpfen. Ich will ihn ja nicht umbringen. Können wir nicht raus? Ah, Mann. Ich kann ihn nicht ernst nehmen, wenn der aus allen Ritzen blutet. Entschuldigung. Ah, jetzt ist es ärgerlich. Ich komme hier nicht raus. Ich will ja nicht gegen den kämpfen. Ich will, eigentlich will ich wirklich den Anführer lieber töten. Ich will ihn nicht umbringen. Soll ich dafür bezahlen? Ich will es eigentlich nicht.
Aber wir haben so viel Kohle. Also ihr müsst das so sehen, das ist jetzt keine Schwäche. Den habe ich ja schon praktisch umgebracht, wie ihr sehen könnt. Weil wenn er so weiter blutet, kippt er sowieso da aus den Latschen. Entschuldigung, ich kann nicht hingucken. Oh. Okay, eigentlich ist der Blutritus doch damit erfüllt, oder? Reiß dich mal zusammen, nicht so hysterisch. Okay, pass auf. Kämpfen wir darum, dann bringe ich ihn um. Das will ich nicht. Ich will Edward den Roten. Den würde ich gerne sofort umhauen, weil der hat diesen Scheiß ja erst in Gang gebracht. Wenn ich jetzt bezahle, sieht das jetzt nicht als Zeichen der Schwäche, sondern als Zeichen der Klugheit. Ich bezahle. Gold ist durchaus nützlich. Wenn Edward der Rote mich für tot hält, bin ich wirklich frei. Nehmt den Dolch. Er bringt euch sicher mehr Glück als Ach, mir. cool. Und übrigens, du blutest immer noch. Ah, jetzt blutet er nicht mehr. Okay. Das war jetzt ja eben merkwürdige Geschichte. Oh Gott. Okay. Also wir haben so viel Kohle im Moment, dann bezahle ich lieber dafür, weil ich will mir den eigentlichen Urheber vornehmen. Und mit dem Kram, den wir jetzt hier überall finden und gleich wieder verkaufen werden. Moment, hier ist noch was. Kommen wir, glaube ich, ganz gut weiter. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich renne ja jetzt der einen Quest schon wieder weg, ne? Aber hier gibt es so viele tolle Sachen zu sehen und zu finden. Hey, wir holen uns mal eben einen Segen. Tyrdon-Schrein. Tyrdons Angriff. Kann ja nur gut sein, oder? Hall. Okay, ihr habt's nicht anders gewollt, ne? Wir können jetzt beides mal ausprobieren. Oh, der Säbel ist auch nicht schlecht. Vor allen Dingen sind wir schneller beim Zuschlagen. So, pass auf. Jetzt rennen wir hier mal ein bisschen durch. Und ich renne jetzt, wie gesagt, der Que einen Quest schon wieder weg. Das will ich ja gar nicht. Na. So. Wir machen das jetzt auch so, wie ich es gesagt habe. Erstmal eben die Truhe aufschließen. Okay. So, Vorsicht. Na. Yeah, geht doch. Und wir sind, glaube ich, gleich schon wieder voll. Verdammt. Pass auf, wo geht's hier weiter? In eine ganz andere Richtung. Schätze finden. Ja, will ich auch. Dass hier einem die Feinde schon angezeigt werden. Einerseits nicht schlecht, wenn man da schon durchgelaufen ist. Aber wir wollen jetzt zu Bruder Holt. Und ich renne ja hier einen ganz anderen Weg. Also laufen wir jetzt zurück. Und, ja. Wieso wird es dir dann Reitern noch angezeigt? Kann man bei dem jetzt was kaufen oder sowas? Pass auf, wir rennen jetzt einfach schnell zurück. Und dann sehen wir zu, dass wir zu dem Bruder zurücklaufen. Ach, nee, 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 nee. Na komm, hau zu, Morgan. Ah, die erwischen einen im Ausweichen. Beziehungsweise während des Ausweichen. So. Okay. Der hat auch noch was für uns. Ja, das nehmen wir doch gerne, aber unser Inventar ist voll, sehr schick. Ah, dammit. Okay. Das machen wir ganz schnell. Ich sag jetzt wieder, das schneiden wir uns gleich raus. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Grim Onweg? Oh Mann. Okay, Weltkarte. Pass auf. Didenhill haben wir noch nicht. Wir erstmal nach Hause. Dann werden wir eben ganz schnell alles verkaufen.
und dann wieder zurück. Warum belästigt ihr mich? Bitte? Womit hab ich dich belästigt, ha? Ah, mache ich ja sowieso nicht. Ich drohe ja bloß. Oh, die ist da. Das ist schön. Hi. Ah, meine Assistentin ist zurückgekehrt. Pass auf. Erstmal plünder. Das ist ja noch nicht alles. Oh, jetzt habe ich die Rekursatem. Nee. Ich muss noch mal eben. Wie kann ich euch helfen? Ich muss mal eben so aussortieren. Waffen, pass auf. Lächerlich. Plunder. 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 Die beiden gebe ich nicht her. Fein. Oh, die sind ja albern. So, welche hatte ich jetzt eben? Die hier, ne? Ja, selbst mit Fassung. Komm, weg. Gut. Haben wir hier noch irgendwas, was wir loswerden wollen? Hier. Plunder. Selbst mit Fassung. Plunder. Was haben wir hier? Ich arbeite so wenig mit den Dingern. Ich müsste mehr mit den Tränken arbeiten, glaube ich. Hier, die darfst du auch haben. Ja, darfst du alle. Alle beide. Darfst du haben. Gut. Sichere Reisen. Nein, setz dich nicht wieder hin. Ja, ich kann einen Moment meiner Zeit für. So, Luna, weg. Na, siehst du, jetzt haben wir noch wieder ein bisschen, aber so viel ist es auch nicht. Hast du irgendwas, was ich sonst gebrauchen könnte? Blutungsresistenz, Diebeslist, Kriegerstärke, Magieverstärkung. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich, muss ich sagen. Nee. Euch erübrigen. Okay, leb wohl. Sichere Reisen. Raus hier. Und ganz schnell wieder zurück. So, pass auf, da wollen wir hin. Es tut sich, glaube ich, alles nicht, sondern eine Entfernung. Ist der Stein? Pass auf. Nein, jetzt brauche ich die Gebietskarte. Oh, voll verpeilt, ey. Da ist richtig, über die Brücke und dann rechts. Gut. So, Stellan Reitan. Hat der eigentlich irgendwas zu verkaufen oder warum wird er uns noch Ich angezeigt? grüße. Danke, dass ihr mein Tagebuch Ach zurückgebracht so, nee, ich habt. dachte, wir könnten da jetzt noch irgendwie was einkaufen oder so. Gut, ich lasse jetzt auch die Zutaten liegen, wie ihr sehen könnt, und ich renne, was das Zeug hält. So. Und da oben wartet schon wieder die nächste Quest. Na gut. Oh, dieses Geräusch von den verfluchten Truhen. Ich würde so gerne. So, wer bist du denn? Wo? Sternlager, wer bist du? Na, so etwas. Haben wir etwa eine Göttin im Sternenlager zu Besuch? Sind die alle so schön wie ihr? Vielleicht sollte ich mir doch eine Kutte überstreifen und der Mission da unten beitreten. Ihr seid im Sternlager, dem Zuhause der reisenden Täubchen. Nun, ich nehme mal nicht an, dass ihr rein zufällig hier seid, oder? Also, fragt schon. Fragt, ob ihr euch uns anschließen dürft. Was soll ich bei den Reisenden? Nun, ich habe Rubine von der Größe einer Faust gesehen, lebende Wesen aus Ranken und sogar einen weinenden Jotun. Aber das ist neu. Warum ihr euch uns anschließen solltet? Die Reisenden sind berühmte Schurken und Diebe und einfache gute Leute. Wenn ihr gerne in den Schatten lebt, jenseits des Gesetzes, sind wir die Richtigen für euch. Ihr wollt Reichtümer? Wir helfen euch, sie zu stehlen. Ihr wollt Ruhm? Wir werden für alle Zeiten Lieder über euch singen. Ihr wollt Abenteuer?
dann seid ihr am richtigen Ort. Nein, danke. Ihr habt nicht die wirklich richtige Singstimme, um mich zu besingen. Ich bin nicht interessiert. Oh, ihr brecht mir mein armes Herz, Täubchen, ebenso wie Krägerins. Aber ich vertraue darauf, dass ihr zurückkehren und euren Fehler bereuen werdet. Und wenn diese Zeit gekommen ist, dann stattet mir erneut einen Besuch ab. Ich werde hier sein. Aber ihr könnt gerne ein wenig das Lager erkunden, wenn ihr möchtet. No, das ist doch mein Wort. Nee, also den Schurken und Dieben werde ich mich nicht anschließen. Ach so, das ist so... Oh, da wird einem ja schwindelig bei. Wie schon auf einmal die ganze Perspektive verschoben ist. Nee, in Sternlager... Wir kommen hier zurück. Ich gucke mir das Sternlager auch nochmal an, aber jetzt möchte ich doch ganz gerne die eine Quest erledigen. Und hier ist doch irgendwo... Na? Da. Lindernde Stiefel. Wenn man sich die Füße heiß gelaufen hat, ne?